Schwerpunktthema Zensur 2021. Ein Podcast des Zentrums für Ästhetik der Universität Bielefeld. Und damit wieder herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Rademacher. In der letzten Folge habe ich mich mit dem Sozialpsychologen Andreas Zick darüber unterhalten, in welchem Rahmen wir den Begriff Selbstzensur sehen müssen. Denn bei der Diskussion müssen wir klar trennen, was Selbstzensur und was Selbstreflexion ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass gerade jetzt, zur Zeit der Corona-Pandemie, immer stärker JournalistInnen von Selbstzensur betroffen sind, wenn sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können oder auch nicht mehr möchten. Denn die Gewalt gegen JournalistInnen hier in Deutschland hat zugenommen. Das hat eine nicht repräsentative Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld gezeigt, an der Herr Zick als Leiter des Instituts auch beteiligt war. Auch darum soll es wieder gehen heute, aber heute schauen wir nicht auf Deutschland, sondern Richtung Osten, genauer gesagt schauen wir auf China. Das Verhältnis von China zur Selbstzensur wollen wir besser verstehen. Dabei hilft uns heute Lutz Leisering, der ehemalige Dekan der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld. Hallo Herr Leisering. Hallo Herr Rademacher. Wenn man so in den vergangenen Jahren Artikel über Staatsbesuche beispielsweise liest, von Angela Merkel oder anderen Staatsoberhäuptern in Peking, dann tauchen dort so zwei Begriffe auf. Zum einen die Wirtschaftsbeziehung, darum geht's meistens, denn beispielsweise deutsche Autos sind Exportgüter und die sind nachgefragt in China. Aber andersherum ist natürlich auch Deutschland ein Absatzmarkt für chinesische Produkte. Und im gleichen Atemzug wird auch immer die Frage gestellt, ob das Thema Menschenrechte und Zensur bei diesen Treffen dann angesprochen wurde. Können Sie uns zu Beginn mal so einen kurzen Überblick darüber geben, wie die Lage in China in Bezug auf Menschenrechte und Zensur aktuell ist? Also ganz akut haben wir ja ein Beispiel dessen, was Sie gesagt haben. Erst vor zwei Wochen gab es eine Resolution der EU und da wurde ein Satz gestrichen auf Druck von China, nämlich der Satz, dass China eine globale Desinformationskampagne fährt. Das ist ein ganz aktuelles Zeichen, dass tatsächlich Abwägung oft in die Richtung geht, wir haben dort Wirtschaftsinteressen in China und halten uns eher zurück. Generell würde ich sagen, gut, ich war zuerst 1980 in China als Student, damals von Bielefeld mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren und seitdem hat sich China in mehreren Phasen sehr verändert. Und die scharfe Veränderung, das ist vielleicht nicht so ganz allgemein bekannt, die den Hintergrund auch unseres Themas bildet, ist, seit 2012 gibt es eben den neuen Führer Xi Jinping. Und seitdem verändert sich China fundamental. Autoritär war China schon immer seit 1949, seit der Revolution. Aber seit 2012 wird die Partei immer rigider in ihrer Kontrolle der Gesellschaft und eben auch in der, was die Zensur, Fremd- und Selbstzensur angeht. Können Sie ein bisschen ausführen, worin diese Verschärfung genau besteht, die seit 2012 stattfindet? Es gibt in Wirtschaftsunternehmen, aber auch überall in der Wissenschaft, gibt es Parteizellen, die kontrollieren die Fakultäten, die Universitäten, die Unternehmen. Und die gab es früher auch schon, aber die nehmen jetzt operativ Einfluss auf das, was gesagt wird und was getan wird. Welche Mittel werden dazu benutzt für diese Einflussnahme? Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Gut, hier kommen wir schon zum Thema Selbstzensur. Natürlich, wie wir wissen, gibt es diese scharfe Fremdzensur. Also die sozialen Medien werden ja genau gecheckt und es wird gelöscht in China. Aber es ginge nicht ohne diese Selbstzensur. Also eine Art vorauseilender Gehorsam, dass Leute mit der Zeit lernen, das und das darf ich nicht sagen, wenn ich hier in China operieren will. Und das gilt massiv auch für Wissenschaftler. Sie sagen, da gibt es so eine Art Lernprozess. Wir als Mitteleuropäer können uns das vielleicht gar nicht so vorstellen, diese Meinung vielleicht dann selbst zu zensieren. Dieses System bestraft natürlich auch eine Meinung in der Opposition, wenn ich diese ausspreche. Gibt es da vielleicht auch kulturelle Beweggründe, warum diese Meinung dann auch zensiert wird? Eine gute Frage. Ich würde das eher in Frage stellen. Es gibt ja eine Sicht, dass man sagt, in Asien gibt es ja kollektive Auffassungen der Gesellschaft, dass alle Menschen zusammenstehen, was hier auch heißen würde, für kollektive Ziele und dann akzeptieren, dass gewisse Dinge einfach verschwiegen oder totgeschwiegen werden. Ich würde dem widersprechen, denn schauen Sie nach Südkorea. Südkorea ist sehr gelobt worden in letzter Zeit für den Umgang mit Corona. Und die haben demokratische Mittel, freiheitliche Mittel kombiniert, etwa mit einer App, wo die meisten mitgemacht haben. Also man sollte nicht sagen, ostasiatische Gesellschaften sind per se kollektiv orientiert und finden sich ab mit Unterdrückung individueller Meinungen.
Und es geht da nicht nur um die Unterdrückung von individuellen Meinungen, sondern man könnte vielleicht so weit gehen, dass das systematisch ist. Wenn man den Blick auf die Presse richtet, gibt es dort in China sowas wie eine freie Presse überhaupt? Nein, es gibt ja einen Index der Pressefreiheit und da ist China ganz, ganz unten. Was würden Sie sagen, wie wirkt sich das dann aus? Also gibt es dann sowas wie, also schon eine staatlich verordnete Presse mit staatlich verordneten Meinungen? Ja, also es gab, wie gesagt, natürlich war es immer schon ein autoritäres System, aber der Zugriff der Partei auf die Medien, auf Zeitungen ist einfach schärfer und enger geworden seit 2012. Können Sie was sagen zum Zugang vielleicht auf ausländische Medien? Also man weiß, dass zum Beispiel das Internet zu Teilen zensiert ist in China, aber gibt es denn Mittel für die Bevölkerung, sich vielleicht bei ausländischen und vielleicht freieren Medien zu informieren? Gut, das Internet spielt eine Rolle. Und man kann ja schnell sein und immer wieder gelangen auch kritische Stimmen ins Internet. Interessanterweise werden die teilweise toleriert. Also man darf auch nicht schwarz-weiß sehen. Die Regierenden wissen ja, man muss ein wenig ein Ventil schaffen, nur wenn es dann kritisch wird. Also zum Beispiel dieses aktuelle Corona-Tagebuch von Wang Wang, das ja in der Zeit jetzt teilweise abgedruckt wurde, auch als Buch auf Deutsch erschienen, das war anfangs zugelassen im Internet. Und bis dann die Partei merkte, das wird kritisch für uns, gerade wo es auch übersetzt wurde ins Ausland, dann wurde es gelöscht und dann wird auch die Frau dann verfolgt. Das heißt, die Regierung benötigt immer so einen gewissen Zeitlauf vielleicht, dass es auch durchaus liberalen Medien immer wieder die Möglichkeit geboten wird, dort die Bevölkerung zu erreichen. Ist das ein Problem des Systems vielleicht? Nein, also wenn sie wollen, sind die ganz schnell. Es ist eher taktisch zu sagen, wir müssen ein gewisses Ventil schaffen. Die Leute müssen das Gefühl haben, etwas können wir sagen. Und auf lokaler Ebene gibt es schon seit vielen Jahren immer viele Unruhen, die aber eben nicht die Stufe einer Revolution erreicht haben. Um diese Revolution vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit zu unterdrücken, wollen wir vielleicht kurz auf das Social Credit System eingehen. Das wurde 2014 von der chinesischen Regierung beschlossen. Ich erkläre das mal ganz kurz. Jeder Bürger in China, so in der Zukunft zumindest, soll einen gewissen Punktestand bekommen und verhält man sich dann im Sinne des Systems, also spendet dann zum Beispiel an die Partei oder lobt die Partei auf Social Media Kanälen, gewinnt man Punkte dazu. Ein hoher Punktestand hilft dann zum Beispiel bei der Beantragung von Visa oder bei Krediten. Punktabzug gibt es dann zum Beispiel bei Kritik an der Regierung, an öffentlicher Kritik oder beispielsweise auch schon bei Verkehrsverstößen oder wenn man alkoholisiert Auto fährt, aber auch schon bei Rot über die Ampel geht. Und bei dem niedrigen Punktestand drohen dann beispielsweise Reisebeschränkungen oder eine langsamere Internetverbindung. Ein System, das doch eigentlich nur für diesen Zweck der Selbstzensur entwickelt wurde, oder? Ja, Sie haben das sehr gut beschrieben, dem kann ich nichts hinzufügen. Interessant ist, wie gehen die Menschen damit um? Ich erinnere mich, im letzten Jahr war eine Kollegin, chinesische Kollegin am CIF. Die hatte in Frankreich promoviert in Jura und ich habe mit ihr gesprochen, wie sie diese soziale Kontrolle einschätzt. Sie fand das gar nicht schlecht. Da muss ich schon klar sein, gerade für uns als Wissenschaftler ist es nicht so klar für chinesische Wissenschaftler, die sagen, ich bin dagegen. Es gibt einen breiten Zwischenbereich und die sagen dann zum Beispiel, ist doch gut, wenn irgendwie schlechte Taten, wenn die registriert werden. Also insofern, ich glaube, es ist nicht so leicht, wenn man mit chinesischen Kollegen spricht, dort klar zu argumentieren. Also wir dürfen es auch nicht zu einfach machen. Aber das Problem entsteht doch dann über die Deutungshoheit. Was ist denn eine gute und eine schlechte Tat für das System? Das ist aber interessant eben, dass diese Kollegin, die war im CIF, die konnte frei sprechen, die hat trotzdem, die ist der Meinung, das ist eigentlich ganz okay. Würden Sie sagen, das ist ein Urteil, was von der breiten wissenschaftlichen Community in China auch geteilt wird? Ich müsste etwas spekulieren, aber ich glaube schon, dass diese verständnisvollen Positionen, so möchte ich eine Zwischenposition nennen, durchaus verbreitet sind. Ich habe selbst hier einen Schüler, der ja hier ganz lange in Bielefeld war, hat hier Diplom gemacht in Soziologie, hat promoviert bei mir, hat jetzt die Juniorprofessur in Duisburg. Dem hat man ein tolles Angebot gemacht. Der ist nach China gegangen als Professor dort. Und da habe ich schon den Eindruck, dass solche Kollegen, die dann in dieser Zeit freiwillig in ein solches, ja zunehmend totalitäres Regime gehen, dass sie schon eine gewisse Sympathie haben, vielleicht auch Eigennutz. Also man kommt hinein in diese Frage der Verantwortlichkeit von Intellektuellen. Die ist ja breit debattiert worden, Intellektuelle in der Sowjetunion, in der DDR, im Dritten Reich. Wie weit macht man mit? Was kann man mittragen? Und in dieser Situation sind wir jetzt neu in China.
müssen dann Impulse aus dem Ausland kommen, vielleicht auch der wissenschaftlichen Community, vielleicht in Deutschland oder Europa, die vielleicht das aus unserer Sicht dieses System anprangern, Filter vielleicht auch irgendwie die gewisse Hartnäckigkeit von uns, auch gegen dieses System zu argumentieren? Wahrscheinlich ja. Ich meine, auf Konferenzen ist man meist nett zueinander. Da spricht man über das Thema, aber man sagt nicht so deutlich, du lieber Kollege, liebe Kollegin, du sollst mal nachdenken und dich gegen dieses System engagieren. Das habe zumindest ich nicht gemacht und andere haben es auch nicht gemacht. Das heißt, es ist das gleiche Problem, wenn zum Beispiel Merkel nach Peking fliegt mit einer Wirtschaftsdelegation, da wird dann gefragt, neben diesen Wirtschaftsbeziehungen haben Sie denn auch die Menschenrechte angesprochen? Das passiert in diesen wissenschaftlichen Communities auch eben nicht? Würden Sie das so, kann man das vergleichen? Also grundsätzlich konnte man lange sehr offen sprechen mit chinesischen Kollegen. Das ist aber eingeschränkt. Also ich habe selbst in den letzten Jahren nicht mehr vor Ort geforscht, aber höre von Kollegen, von Sinologen, dass es sehr viel schwerer geworden ist, in China zu forschen, weil die chinesischen Kollegen, die früher ganz auskunftsbereit waren, sehr kooperativ, haben Angst, erkennbar Angst, zu viel zu sagen. Also da ist eine Veränderung eingetreten. Wie würden Sie generell die wissenschaftliche oder die Situation der Wissenschaft beschreiben in China? Also gibt es sowas wie eine freie Wissenschaft oder ist die auch in gewisser Weise staatlich reglementiert? Also welche Forschungsgebiete es gibt oder wo geforscht wird und wie intensiv? Also Einschränkungen haben zugenommen, auf jeden Fall, gerade in Sozialwissenschaften. Ein Beispiel, ich sah jetzt in einer Zeitschrift, wurde ein Artikel vorgelegt über dieses Sozialkreditsystem. Ohne jede Kritik. Es wurde rein funktional untersucht, wie funktioniert es, wie wirkt es. Und ich überlege, wenn ich diesen Artikel zur Begutachtung bekommen hätte, was hätte ich dann geschrieben? Muss man ja widersprechen, dass solche Dinge als ganz normale Phänomene dargestellt werden, die einfach untersucht werden. Es gibt auch diese Zwischenzonen, wo man als Wissenschaftler eigentlich gefragt ist. Kommen wir vielleicht noch zum Schluss, wo Sie die Wissenschaft nochmal ansprechen, auf das Coronavirus. Da hat China in den letzten Monaten natürlich eine große Rolle gespielt. Die Region Wuhan wurde großräumig abgeriegelt. Also wenn wir den Begriff Zensur da mit reinbringen, fand ich das sehr extrem, wie weit die chinesische Regierung dort vorgegangen ist, Straßensperren verhängt hat und auch andere Rechte eingeschränkt hat. Aber auch, man muss das vielleicht auch so sagen, mit einem gewissen Erfolg, denn das Virus wurde vielleicht auch offensiver eingedämmt, als es in anderen Nationen der Fall war. Hat dieses System vielleicht, autoritäre System, muss man vielleicht kritisch fragen, auch irgendwelche Vorteile? Ich denke, man muss es differenziert sehen. In der ersten Phase, das wissen wir, ist Corona verschwiegen worden. Da ist Zeit verloren gegangen. Später kann man durchaus sagen, dass es effektive Maßnahmen waren, aber mit der Einschränkung, dass deren sozialen Kosten nicht kommuniziert worden. Also was wir ständig diskutieren, Folgen für Kinder, für Mütter, für Pfleger, für Kindergärtnerinnen, für Selbstständige, die ihren Job verlieren, Start-ups, all das ist in China auch passiert, also die vielen Wanderarbeiter etwa, die enorm gelitten haben, das wurde schlicht nicht berichtet. Das darf man nicht vergessen. Und außerdem verweise ich wieder auf Südkorea, die haben es ganz anders gemacht. Also auch da würde ich sagen, das war nicht der einzige Weg, diese extrem autoritäre Art. Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was würden Sie sagen, wohin geht die Entwicklung in China? Wird es noch autoritärer werden unter dieser neuen Staatsführung? Sie haben gesagt, seit 2012 ist es noch schärfer geworden. Wird dieses System, vielleicht die Social Credit System, staatsweit eingeführt? Wird es noch mehr autoritäre Führung geben? Oder haben Sie das Gefühl, dass sich da vielleicht auch eine gewisse Art von Widerstand aufbaut in der Bevölkerung demgegenüber? Also niemand weiß das, aber man kann annehmen, dass einmal die Corona-Krise, die immer noch da ist in China, wenn man genauer schaut, da gibt es immer noch viele Beschränkungen, und dass der wirtschaftliche Abschwung, der erste seit 30 Jahren, dass der Folgen haben könnte. Gleichzeitig zieht die Regierung eben die Nationalismuskarte und die zieht immer. Also China ist historisch gedemütigt worden durch westliche Mächte im 19. Jahrhundert. Insofern zu sagen, wir hier in China, wir wehren uns gegen ausländische Eingriffe. Das zieht stark. Das könnte das Regime retten. Was wirklich passiert, weiß niemand. Sehen wir also mit Spannung in die Zukunft. Wenn China frei seine Meinung äußert, muss mit Sanktionen rechnen. Das haben wir gelernt. Der Staat unterdrückt die freie Meinungsäußerung und auch eine freie Presse kann unter diesen Bedingungen nicht wirklich existieren. Heute wollten wir China und sein Verhältnis zur Zensur besser verstehen. Dabei hat uns Lutz Leisering geholfen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Rademacher.